Heute stellen wir Ihnen die aktuellen Ergebnisse einer Studie vor, die im Journal of the American College of Cardiology vorgestellt wurde. Erstautor Greg Stone. Es geht um Antikoagulationsstrategien bei nicht kritisch kranken hospitalisierten Patienten mit Covid-19. Eine höher dosierte therapeutische Antikoagulation mit Enoxaparin oder Apixaban hat in einer randomisierten Studie hospitalisierter Patienten mit Covid-19 häufiger vor Intubation oder einem Tod geschützt als die übliche prophylaktische Antikoagulation. Im primären Endpunkt, der auch das Thromboserisiko und Schlaganfälle umfasst, war der Vorteil jedoch nicht signifikant, sodass der Gesamtnutzen nach den auf einer Tagung des American College of Cardiology in New Orleans vorgestellten und im Journal of the American College of Cardiology publizierten Ergebnissen offen bleibt. Zu Beginn der Covid-19-Pandemie war aufgefallen, dass viele Patienten an thrombotischen Komplikationen der Pneumonie gestorben waren, wobei sich die Thrombosen häufig in den kleinen Lungengefäßen befanden. Dies hat eine Reihe von randomisierten Studien ausgelöst, in denen der Nutzen einer höher dosierten Antikoagulation untersucht wurde, wie sie normalerweise zur Behandlung einer Lungenembolie eingesetzt wird. Üblich ist bei bettlägerigen Patienten nur eine niedrig dosierte prophylaktische Antikoagulation. Die bisher veröffentlichten Ergebnisse zeigen einen geringen Nutzen, allerdings bei noch niedrigeren Risiken. Die American Society of Hematology kam in einer Living Guideline im März 2022 auf der Grundlage von 5 randomisierten kontrollierten Studien nur zu einer Empfehlung von Grad 2b für Patienten, die mit einer schweren Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen wurden, bisher aber nicht auf Intensivstation behandelt werden und auch keine nachgewiesene Thrombose haben. Jetzt liegen die Ergebnisse einer weiteren größeren Studie vor, die ebenfalls nicht eindeutig ausfallen. An der Freedom-Covid-19-Studie hatten zwischen dem 26. August 2020 und dem 19. September 2022 an 76 Kliniken in 10 Ländern ohne deutsche Beteiligung 3.398 erwachsene Patienten mit bestätigtem Covid-19, Durchschnittsalter 53 Jahre, teilgenommen. Alle waren wegen eines akuten Atemnotsyndroms aufgenommen worden. Es bestand zu Beginn der Studie jedoch keine Notwendigkeit für eine Intubation oder Intensivtherapie. Die Patienten wurden innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach der Aufnahme ins Krankenhaus auf 3 Gruppen verteilt. In der ersten Gruppe wurde eine prophylaktische Antikoagulation mit subkutanem Enoxaparin eingeleitet. In der zweiten Gruppe erhielten die Patienten eine höher dosierte therapeutische Dose von Enoxaparin, wie sie auch zur Behandlung einer Lungenembolie verwendet wird, die Patienten aber nicht hatten. In der dritten Gruppe erfolgte die therapeutische Antikoagulation mit dem direkten oralen Antikoagulans Apixaban. Die Ergebnisse der beiden therapeutischen Antikoagulationen wurden zusammengefasst und mit der prophylaktischen Antikoagulation verglichen. Der primäre Endpunkt der Studie war eine Kombination aus einem Tod, der Notwendigkeit der Behandlung auf der Intensivstation, eine systemische Thromboembolie oder ein ischämischer Schlaganfall innerhalb von 30 Tagen. Der primäre Endpunkt trat bei 11,3% der Patienten auf, die eine therapeutische Dosis erhalten hatten, gegenüber 13,2% der Patienten in der Gruppe mit prophylaktischer Dosis. Dies ist ein leichter Vorteil. Die Hazard Ratio von 0,85 verfehlte jedoch bei einem 95% Konfidenzintervall von 0,969 bis 1,04 das Signifikanzniveau, sodass auch diese Studie keinen eindeutigen Vorteil der therapeutischen Antikoagulation belegen kann. In einigen sekundären Endpunkten waren die Vorteile der höher dosierten Antikoagulation mit Enoxaparin oder Apixaban jedoch signifikant. Dazu gehört ein Rückgang der Gesamtmortalität von 7,0 auf 4,9%. Die Hazard Ratio von 0,70 war mit einem 95% Konfidenzintervall von 0,52 bis 0,93 signifikant und ein um 30% vermindertes Sterberisiko wäre klinisch sicherlich relevant. Auch der Anteil der Patienten, die intubiert werden mussten, ging von 8,4% auf 6,4% zurück. Die Hazard Ratio von 0,75 Konfidenz 0,58 bis 0,98 bedeutet einen Rückgang um 25 relativ Prozent.
Die Blutungsrisiken waren unter der therapeutischen Antikoagulation mit 0,4% höher als bei einer prophylaktischen Antikoagulation mit 0,1%. Die Differenz war jedoch nicht signifikant und die Ergebnisse insgesamt so selten, dass sie den Nutzen der Behandlung nicht in Frage stellen. Die Freedom-Covid-Studie bestätigt damit insgesamt die Ergebnisse der früheren Studien. Ob sie die American Society of Hematology und andere Fachgesellschaften bewegen wird, ihren Empfehlungsrand hochzustufen, bleibt abzuwarten. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie aktuellen Publikationen im Journal of American College of Cardiology, JACC.